In diesem Video geht es um einen Aspekt der Frage, wie funktioniert das Sehen, und bei dem Aspekt geht es um die Farbwahrnehmung. Zuerst werden wir uns das Ganze aus der biologischen Sicht anschauen und skizzieren zuerst eine stark vereinfachte Darstellung eines Augen. So, das soll jetzt ein Auge sein, und worum es heute primär geht, ist hier diese Schicht, also in dem Inneren des Augen, sagen wir jetzt hier so ein 7/8 Halbkreis in dieser Darstellung, das ist die sogenannte Netzhaut. Dabei handelt es sich um innere Augenhaut, die ein Netz aus lichtempfindlichen Nervenzellen ist. Und diese lichtempfindlichen Nervenzellen nennen wir allgemein Photorezeptoren. Also ist im Prinzip das Gleiche, nur etwas gebildeter ausgedruckt. Was uns später noch interessieren wird, ist hier diese kleine Öffnung, die sogenannte Pupille. Hinter der Pupille haben wir eine Linse. So, in der Netzhaut selbst gibt es einen Punkt, wo sich keine Photorezeptoren befinden. Das ist der sogenannte blinde Fleck. Und der Grund ist, weil an dieser Stelle eine Verbindung zum Gehirn eingebaut ist. Und das ist der Sehnerv. Warum wir jetzt hier von einer Wahrnehmung sprechen, lässt sich gut erläutern, wenn wir uns die Photorezeptoren genauer angucken. Im Prinzip gibt es vier Sorten davon. Also in dem menschlichen Netzhaut befinden sich üblicherweise vier Sorten von Photorezeptoren. Ich sage mal üblicherweise, weil es nachgewiesen wurde, dass es Menschen gibt, die auch eine vierte Sorte von Photorezeptoren besitzen. Und bei manchen dieser Menschen sind diese Rezeptoren sogar aktiv. Das bedeutet für diese, dass sie die Farben etwas genauer wahrnehmen können. Einige Menschen, wie zum Beispiel ich, haben zwar auch vier von diesen Rezeptoren, aber nicht alle funktionieren gleich gut, sodass einige Farben etwas schlechter erkannt werden. Ja, bei mir ist es die Rot-Grün-Schwäche. Diese vier Sorten kann man auch unterteilen in sogenannte Stäbchen. Diese sind sehr lichtempfindlich, zuständig für das Nachtsehen. Beim Tageslicht werden sie überreizt, und durch die Stäbchen können wir keine unterschiedlichen Farben wahrnehmen, weil es ja von diesen Stäbchen nur, sagen wir, nur ein Modell gibt. Und die sind im Prinzip nur dazu da, um im Morgengrauen oder bei der Dämmerung noch Dinge erkennen zu können. Deshalb ist es auch so, dass wir bei wenig Licht auch keine Farben wahrnehmen können. Bei normalen Lichtverhältnissen bekommen diese Stäbchen zu viel Licht ab, sodass sie die Signale nicht mehr verarbeitet werden. Und beim normalen Tageslicht tragen die Stäbchen im Prinzip zum Sehen gar nichts bei. Und dann gibt es eine Gruppe von Photorezeptoren, die wir als Zapfen bezeichnen. Da gibt es die L-Zapfen, weil sie von einer langen Wellenlängenrezeptoren sind. Diese reagieren am empfindlichsten auf Licht mit einer Wellenlänge von 563 Nanometer. Das entspricht einer gelb-grünen Farbe. Und üblicherweise werden die L-Zapfen als Rotrezeptoren bezeichnet, was nicht ganz richtig ist, aber besser zu unserem weiteren Modell passen wird. So, das sind jetzt die langen Wellenlängen. Nach den langen Wellenlängen kommen natürlich die mittleren Wellenlängen. Das sind die M-Zapfen. Diese reagieren am empfindlichsten auf Licht mit einer Wellenlänge von
534 Nanometern. Das wurde jetzt einer Farbe entsprechen, die man als Smaragdgrün bezeichnet. Und dann noch die S-Zapfen, die sind jetzt für die kurzen Wellenlängen zuständig. Und dabei ist S an das englische Wort Short angelehnt. Diese reagieren am empfindlichsten auf Licht mit einer Wellenlänge von 455 Nanometern. Und das ist jetzt eine Farbe, also eine Wellenlänge, die der Farbe so zwischen Blau und Violett entspricht. Insgesamt, die Zapfen sind ja für das farbige Sehen zuständig. Diese sind deutlich weniger lichtempfindlich als Stäbchen und zusammen ermöglichen sie das farbige Sehen. Die Signale der Zapfen werden als Farben vom Gehirn interpretiert. Also ein Auge reicht nicht aus, um Farben wahrnehmen zu können. Das ist sozusagen nur wie eine Kamera und die muss jetzt von einem Prozessor, im biologischen Fall von einem Gehirn, verarbeitet werden. Und erst wenn diese Signale der Fotozellen vom Gehirn ausgewertet werden, können wir von einer Farbwahrnehmung sprechen. Deutlicher wird das Ganze, wenn wir uns folgendes Diagramm anschauen. Und zwar haben wir jetzt hier auf der X-Achse die Wellenlängen in Nanometern und auf der Y-Achse die Empfindlichkeit in Prozent. Also jetzt werden wir gleich Kurven zeichnen, die dann zeigen, wie unsere Lichtrezeptoren, also für welche Wellenlängen können diese Rezeptoren am besten reagieren, welche Wellenlängen können am besten wahrgenommen werden. Hier jetzt eine kleine Anmerkung. Hier haben wir eine Skala, die nicht linear ist. Also wir sehen, von 400 bis 500 haben wir eine deutlich längere Strecke als von 500 zu 600 bzw. von 600 zu 700. Die Abstände werden immer kleiner. Das macht man oft so, um die Diagramme nicht unnötig in die Breite zu ziehen. So, zuerst gucken wir uns die Empfindlichkeit von L-Zapfen. Diese haben jetzt hier den Höhepunkt ihrer Empfindlichkeit. Dann kommen die M-Zapfen. Die habe ich jetzt grün markiert, weil sie gut für das Erkennen von dem grünen Licht sind. Also die decken das Spektrum im grünen Bereich ganz gut ab. Und die L-Zapfen habe ich rot dargestellt, weil sie das Wahrnehmen von den roten Farben oder auf die Wellenlänge in dem roten Spektrum gut abdecken. Dann haben wir natürlich noch die S-Zapfen. Das sieht man auch, dass diese jetzt einen Wellenbereich, der etwas weiter gegenüber diesen nach da verschoben ist. Wobei es auch so ein bisschen täuscht, weil wir jetzt hier keine lineare Darstellung haben und vollständigkeitshalber kommen wir noch zu den Stäbchen. Diese reagieren am besten in diesem Bereich, aber wie gesagt, zur Farbwahrnehmung tragen sie wenig bei. Dann können wir noch von diesen Kurven die höchsten Punkte markieren, also da, wo sie jetzt die 100%ige Empfindlichkeit haben. Da würde man jetzt von Maxima sprechen, also ein Maximum, mehrere Maxima, weil wir mehrere Kurven haben. Also das Maximum von S-Zapfen, was die Empfindlichkeit angeht, liegt bei 420 Nanometern. Die Stäbchen bei etwa 500, also 498. 434 ist die höchste Lichtempfindlichkeit von den M-Zapfen und die L-Zapfen können das Licht am besten wahrnehmen, wenn es eine Wellenlänge von 564 Nanometern hat. An dieser Stelle ist interessant hier dieser Schnittpunkt von den grünen und der roten Kurve. Wenn man sich das anschaut, haben wir jetzt hier eine Farbe, die so zwischen grün und gelb liegt.
aber eher Richtung Gelb. Deshalb einfach als halber würde ich sagen, das ist jetzt hier ein Licht, was in dem Wellenlängenbereich des gelben Lichtes liegt. Und dieses Licht reizt die Photorezeptoren, also die L-Zapfen, gleich gut wie die M-Zapfen. Wenn man sich die Kurve jetzt anschaut, gibt es auf der rechten Seite der roten Kurve einen Punkt, der genauso empfindlich ist, also den hier, und auf der grünen Kurve wieder mal einen Punkt, der genauso empfindlich reagiert wie der hier. Das bedeutet für das Gehirn, wenn wir jetzt dieses gelbe Licht registrieren im Auge, werden die M-Zapfen und L-Zapfen mit einer Empfindlichkeit, sagen wir, von 90% gereizt. Und dann bekommen wir zwei Signale, einmal von den L-Zapfen und von den M-Zapfen. Wenn wir aber jetzt eine Mischung haben aus diesem Licht, von dieser Wellenlänge und dem grünen Licht dieser Wellenlänge, da würde das Gehirn das gleiche Signal bekommen, nämlich sagen wir 90% von den L-Zapfen und 90% von den M-Zapfen. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier ein Rotlicht, eine Mischung aus dem roten Licht und eine Mischung aus etwas grünlichem Licht bekommen, ist unser Gehirn nicht in der Lage, diese Signale zu unterscheiden. Und es führt jetzt dazu, dass Mischungen von Licht eine einzelne Farbwahrnehmung ergeben. Also, gelbes Licht wird von L- und M-Zapfen gleich stark gereizt. Das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob gelbes Licht oder eine Mischung aus rotem und grünem Licht registriert wird. Die Wahrnehmung von einer Überlagerung vom Licht mit verschiedenen Wellenlängen können wir uns in diesem Experiment hier anschauen. Was wir hier sehen, ist hier eine sogenannte RGB-LED. RGB steht für Rot, Grün und Blau. Und was in dieser speziellen LED eigentlich verbaut ist, man hat da drinnen drei von diesen LEDs eingebaut, einfach in eine gemeinsame Fassung. In diesem Aufbau kann ich mit den drei Knöpfen die internen LEDs ansteuern. Wenn ich auf diesen Knopf drücke, bekommen wir das rote Licht. Der mittlere Knopf ist das grüne Licht. Und der obere Knopf ist das blaue Licht. Und nun können wir uns die Mischungen angucken. Ich drücke gleichzeitig den roten und den grünen Knopf und erhalte ein gelbes Licht. Wenn ich gleichzeitig das grüne und das blaue Licht einschalte, bekommen wir eine türkise Farbe. Die Profis nennen diese Farbe Cyan. Und Rot und Blau überlagert ergibt eine Farbe, die so in Richtung Pink geht. Der Fachausdruck dafür ist Magenta. Und wenn wir alle drei LEDs gleichzeitig ansteuern, haben wir das weiße Licht. Das, was wir eben gesehen haben, wird als additive Farbmischung bezeichnet. Eine Überlagerung vom Licht verschiedener Wellenlängen wird als eine einzelne Farbe wahrgenommen. In diesem Zusammenhang sieht man oft solche Kreise, die dann überlagert werden. Also man hat jetzt einen roten Kreis, das stelle ich jetzt hier mit dieser Schrift da, einen grünen Kreis und einen blauen Kreis. Und da, wo sich die Kreise schneiden, die gemeinsamen Flächen sind die Überlagerungen. Also wenn wir jetzt hier ein rotes Licht und ein grünes Licht mischen, dann können wir in der Überlagerung dieser beiden Kreise die gelbe Farbe ablesen. Wenn wir Rot und Blau mischen, haben wir eine Überlagerung der beiden Farben als Magenta. Grün und Blau ergibt Cyan. Und wenn wir Rot,
grün und blau alle zusammenmischen, haben wir jetzt hier eine Fläche, die von allen drei Kreisen bedeckt ist. Das ergibt die Farbe weiß. So, jetzt können wir das noch schnell notieren. Rot und grün ergibt gelb. Rot und blau ergibt magenta. Grün und blau ergibt cyan. Alle Farben gemeinsam ergeben die Farbe weiß. Und wenn wir kein Licht haben, wird das von dem Auge bzw. von dem Gehirn als schwarz interpretiert. Ja, ganz wichtig ist, dass diese, ich sag mal, Rechnung für die additive Farbmischung gilt. Wenn ich jetzt von einer additiven Farbmischung spreche, deutet es so ein bisschen darauf hin, dass es vielleicht eine andere Farbmischung gibt. Und diese andere Farbmischung gucken wir uns jetzt auch direkt an. Beziehungsweise ich habe noch ein paar Anmerkungen. Und zwar die Farben Rot, Grün und Blau heißen Primärfarben der additiven Farbmischung, da durch ihre Mischung alle anderen Farbeindrücke erzeugt werden können. Es gibt verschiedene Anwendungen für die additive Farbmischung. Einmal sind das RGB-Bildschirme, RGB-Lampen und auch in der sogenannten HTML-Farbkodierung werden Farben mit Hilfe von drei Zahlenwerten dargestellt und dort wird einfach nur angegeben, welchen Anteil von Rot, welchen Anteil von Grün und welchen Anteil von Blau eine Farbe hat, und so kann man mit Hilfe von drei Zahlen alle darstellbaren Farben benennen und man muss nicht irgendwie auf Ultramarin oder sowas ausweichen, sondern man kann wirklich mit Zahlen arbeiten. Die andere Farbmischung hat etwas mit Pigmenten zu tun, beziehungsweise mit Farbstoffen, und eigentlich können wir das sehr gut in dem Kontext der Frage, wie funktioniert Farbdruck, gut bearbeiten. Und bei dieser Farbmischung handelt es sich um die sogenannte subtraktive Farbmischung. So, wir brauchen erstmal eine Vorüberlegung. Und zwar stellen wir uns einen sonnigen Sommertag vor und zwei Personen, eine Person in einem weißen T-Shirt und eine Person in einem schwarzen T-Shirt. Und wahrscheinlich kennt ihr das aus dem Alltag. An sonnigen Tagen ist es in einem dunklen T-Shirt deutlich unangenehmer, weil es einen durch die Farbe deutlich wärmer wird. An einem sonnigen Tag ist es angenehmer, helle statt dunkle Kleidung zu tragen. Schwarze Stoffe absorbieren das Licht in dem gesamten sichtbaren Lichtspektrum. Weiße Stoffe streuen das Licht aller sichtbaren Wellenlängen. Ja, das ist auch der Grund, weshalb uns in schwarzen Stoffen warm wird, weil die Energie, die mit dem Licht transportiert wird, von diesen Stoffen aufgenommen wird und in Wärme umgewandelt wird. Die weißen Stoffe dagegen können das Licht nicht aufnehmen und reflektieren es punktweise, aber da die Reflexion in alle möglichen Richtungen stattfindet, sprechen wir dann auch von einer Streuung. Wenn wir jetzt diesen Gedanken ein bisschen weiter verfolgen, können wir uns ein gelbes Blatt im weißen Sonnenlicht anschauen. Auf unserem Blatt trifft das weiße Licht. Und was wir in unserem Auge registrieren, ist nur grüne Farbe. Was bedeutet das? Grüne Gegenstände wirken grün, da sie Licht aller Wellenlängen absorbieren, außer die, die als grün interpretiert werden. Also ein grünes Blatt ist nur deshalb grün, weil alle Wellenlängen außer grün von diesem Gegenstand absorbiert werden und nur die grünen Wellenlängen oder die Wellenlängen, die insgesamt grün ergeben, werden von den Gegenständen gestreut.
Ja, und deshalb eine subtraktive Farbmischung, weil die Gegenstände, auf die das Licht trifft, aus dem weißen Licht Farbanteile rausnehmen. Deshalb das Subtraktieren. Okay, schauen wir uns jetzt noch ein paar Farbstoffe an. Und zwar überlegen wir uns jetzt etwas zum Thema Pigmentmischung. Also hier haben wir jetzt so einen gelben Fleck. Wenn wir diese gelbe Farbe mit weißem Licht bestrahlen, das ist eine Mischung aus Rot, Grün und Blau. Was wird gestreut? Gestreut wird nur das gelbe Licht. Und wir haben jetzt gelernt, dass die Farbe Gelb eine Mischung aus einem Licht, was Rot und Grün ist. Und wenn man jetzt dieses Rot und Grün mit der Farbe Weiß hier vergleicht, wenn wir das tun, sehen wir, dass Gelb im Prinzip das weiße Licht ist, wo die Blauanteile fehlen. Also ist die also sind gelbe Pigmente Farbstoffe, die aus dem weißen Licht die Blauanteile absorbieren. Ähnlich ist es mit Magenta. Wenn wir Magenta mit weißem Licht bestrahlen, also haben wir eine Mischung aus Rot, Grün und Blau. Welche Farbe wird gestreut? Gestreut wird an dieser Stelle natürlich Magenta. Magenta ist eine Mischung aus Rot und Blau. Wenn wir jetzt Magenta und Weiß vergleichen, sehen wir, in dem Magenta-Licht fehlen die Grünanteile. Also ist Magenta das weiße Licht, aus dem die Farbe Grün rausgenommen wurde, subtrahiert wurde. Nun können wir uns überlegen, was passiert, wenn wir diese beiden Pigmente mischen. Also wir haben einmal Gelb und dazu addieren wir den Magenta-Farbstoff und überlegen uns, was daraus kommt. Also wir bekommen etwas, was mit weißem Licht bestrahlt wird und reflektiert wird das weiße Licht, aus dem wir aber die Blauanteile rausgefiltert haben, aufgrund des gelben Pigments, und ein Licht, aus dem wir die Grünanteile rausgefiltert haben, aufgrund des Magenta-Pigments. Was bleibt also? Es bleiben nur die roten Anteile des Lichts, weil wir aus dem weißen Licht das Blaue und das Grüne rausgefiltert haben. Also bei der Pigmentmischung, bei der subtraktiven Farbmischung ergibt Gelb und Magenta die Farbe Rot. Die subtraktive Farbmischung ist auch der Grund, weshalb man in den Druckern die Farben Cyan, Magenta und Gelb verwendet. Also das sind jetzt zum Beispiel Nachfüllfarben für meinen Drucker. Weil man aus diesen drei Farben jede andere Farbe mischen kann, also aus diesen Pigmenten. In den Druckern ist es meistens auch der Fall, dass man da schwarze Tinte hat. Der Grund ist, weil es wesentlich günstiger bzw. das Schwarz ist intensiver, wenn man jetzt schwarze Tinte verwendet und die nicht extra aus diesen Farben mischen muss. Was wir uns aber anschauen können, also ich möchte jetzt hier nicht mit dieser teuren Tinte hier experimentieren. Was ich hier habe, ist Ölfarbe. Einmal in Magenta, dann eine Farbe, die sehr nah an Cyan liegt, und hier die gelbe Farbe. Und dann können wir uns angucken, dass unsere Überlegung im Prinzip richtig waren. Also hier etwas Magenta. Etwas Cyan. Und ein wenig Gelb.
So, nun können wir uns anschauen, was passiert, wenn wir Magenta und Gelb miteinander mischen. Nach unserer Rechnung musste es die Farbe Rot ergeben. Und wenn wir das Ganze jetzt hier vermischen, sehen wir hier eine rötliche Farbe. Es liegt wahrscheinlich daran, dass wir etwas zu wenig Magenta genommen haben. Mit etwas mehr Magenta wird die Farbe auch rötlicher. So, jetzt kommen wir zu der Mischung aus Cyan und Gelb. Die beiden Farbstoffe ergeben dann Grün. Und dann müssen wir noch Cyan und Magenta mischen. Und wenn wir diese Farben miteinander gemischt haben, erhalten wir eine bläuliche Farbe. Eigentlich sollten wir hier blau mischen können. Das Problem ist aber, dass dieses Cyan hier nicht ganz der Cyanfarbe entspricht. So, wenn wir jetzt aber die drei Farben nehmen, also das ist jetzt so. Nehmen wir jetzt von jeder Farbe etwas. Wenn wir die jetzt gemischt haben, erhalten wir etwas Bräunliches. Und bei besseren Mischverhältnissen und besseren Farbpigmenten würden wir hier aus allen drei Grundfarben der subtraktiven Farbmischung die Farbe Schwarz oder den Farbstoff Schwarz mischen können. Okay, die Ergebnisse müssen wir an dieser Stelle etwas idealisieren. Also bei der subtraktiven Farbmischung können wir analog zu der additiven Farbmischung auch also mit diesen Kreisen arbeiten, mit einem gelben Kreis, Magenta-Kreis und Cyan-Kreis. Und da, wo sich die Kreise schneiden bzw. überlagern, können wir die gemischten Farben darstellen. Also Gelb und Magenta ergeben insgesamt Rot, Gelb und Cyan ergeben Grün und Magenta und Cyan ergeben insgesamt Blau. Und wenn wir die drei Primärfarben der subtraktiven Farbmischung miteinander mischen, also Gelb, Magenta und Cyan insgesamt, ergeben die Farbe Schwarz. Also die Farben Gelb, Magenta und Cyan sind hier Primärfarben der subtraktiven Farbmischung und der Grund ist, dass sie aus dem Lichtspektrum nur eine Lichtfarbe absorbieren. Die Primärfarben können nicht aus anderen Farbstoffen gemischt werden. Also wenn ich jetzt einen gelben Farbstoff haben möchte, ist es unmöglich, die Farbe Gelb aus anderen Farben zu mischen. Deshalb sind das jetzt die Grundfarben der subtraktiven Farbmischung, weil sie nicht aus anderen gemischt werden können.